Sie sind Herren über Leben und Tod. Und sie urteilen im Namen der deutschen Volksgemeinschaft. Ihre Uniform, die Robe, ihre Waffen, Paragraphen. Wo der Terror verwaltet wird, sitzen Juristen an höchster Stelle. Ihr Mordwerkzeug, der Schreibtisch. Verwaltungsjuristen planen und organisieren den Völkermord in Europa. Nach 1945 sollen die Juristen zur Verantwortung gezogen werden. Aber mit allen Mitteln sorgen sie dafür, dass ihr Berufsstand nicht schuldig gesprochen wird. Fünfzehn Jahre nach Kriegsende. Ein junger Jurist macht seine ersten Erfahrungen mit jenen Kollegen, die schon unter Hitler Recht gesprochen haben. Ich habe ja mit sehr vielen der Sonderrichter noch zusammen in Kammern gearbeitet. Nette, reizende Leute, gute Juristen. Kramers Bild ändert sich, als er seinen ersten eigenen Fall auf den Tisch bekommt. Er vertieft sich in die Gerichtsakten über ein junges Mädchen. Ihr Name Erna Wazinski. Die Akte wurde am 23. November 1944 geschlossen, im Gefängnis Wolfenbüttel. Das Leben von Erna Wazinski dauert da nur noch ein paar Schritte. Ihre letzten Erinnerungen sind das zerbombte Wohnhaus in Braunschweig und die vergebliche Suche nach der Mutter. Alltag in dieser Zeit. Erna erinnert sich an den Koffer. Wie sie ihn aus den Trümmern holt. Vielleicht gehört er der Mutter. Erna wird angezeigt wegen Plünderns. Nach dem Verhör blutet ihre Nase. Staatsanwalt Magnus nennt sie einen Volksschädling. Sie ist 19. Richter Lerche zeigt Härte. Der spätere Oberlandeskirchenrat verurteilt Erna Wazinski zum Tode. Ernas Hinrichtung mit dem Fallbeil dauert 5 Sekunden. Jahre später fordert der junge Jurist Kramer die Aufhebung des Urteils. Vergeblich. Meine Kollegen, die darüber zu entscheiden hatten, haben das Urteil für völlig in Ordnung befunden. Tja, sie haben praktisch das Mädchen zum zweiten Mal zum Tode verurteilt. Das war 1965. Ich bin angegriffen worden damals. Richtig direkt, weil ich eben in einer Stellungnahme die Aufhebung des Urteils gefordert hatte und es als Unrechtsurteil bezeichnet habe. Was damals Recht war, kann jetzt nicht Unrecht sein. Davon sind Kramers Kollegen überzeugt. Obwohl allein schon das Hinrichtungsbuch von Wolfenbüttel 128 Enthauptungen in einem einzigen Jahr dokumentiert. Was die Nationalsozialisten als die nationale Revolution feiern, ist die Demontage des Rechtsstaates. Tausende Gegner des Regimes werden in Lager gesperrt, gedemütigt, gefoltert, ermordet. Wer dazugehören darf, das bestimmen künftig Sie, junge Justizreferendare. Sie werden an Hitlers Gerichten Karriere machen. Ihre wichtigste Lektion: Das gesunde Volksempfinden sagt, was recht ist. Ihr Auftrag:
der gnadenlose Kampf gegen den inneren Feind. Die Richterschaft schwört einen feierlichen Eid auf Adolf Hitler. Das Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums säubert die Justiz von Juden und von den wenigen Sozialdemokraten. Neue Gesetze schaffen neue Straftatbestände. Das Räderwerk der Justiz arbeitet präzise und erbarmungslos. Kritische Äußerungen gegen den Staat gelten als Heimtücke, Liebesbeziehungen zwischen Juden und sogenannten Deutschblütigen als Rassenschande. Mit Kriegsbeginn wird Sonderstrafrecht angewendet. Auf das Hören von Feindsendern steht die Todesstrafe, auch auf Kritik an der Kriegsführung. Im Laufe der Jahre verhängen Hitlers korrekte Beamte über 50.000 Todesurteile. Die Zentrale des Terrors befindet sich in Berlin. Im Reichssicherheitshauptamt arbeiten die Spitzenleute der SS, des Sicherheitsdienstes und der Gestapo. Unter ihnen zahlreiche Juristen. Auch der Chef des Personalamtes ist ein Jurist, Dr. Werner Best. Ein Berliner Staatsanwalt wird ihn in den 60er Jahren näher kennenlernen. Er war der perfekte Organisator, ein Mann, wie es ihn heute kaum noch ein zweites Mal gibt. Ein Mann von fantastischem Auftreten, gutem Aussehen, eloquent, klug, wie ihn sich heute jeder Topmanager nur wünschen könnte und würde, so einen Mann zu haben. Aber das war eben das Teuflische, dass er seine Kräfte und Fähigkeiten eingesetzt hat, um die Nationalsozialisten an die Macht zu bringen. Best ist Nationalsozialist aus Überzeugung, Parteimitglied seit 1930. Unter Hitler macht er in Riesenschritten Karriere, vom Amtsrichter zum Polizeichef in Hessen. Von dort holt ihn Reichsführer SS Heinrich Himmler nach Berlin. Best soll den Polizeiapparat zentralisieren. Er ist ein geschickter Organisator. Die Spitzen von Gestapo und SS können sich auf ihren Personalchef verlassen. Ein hochintelligenter Mann. Und das war ja eben auch das Bezeichnende bei ihm, dass er in erster Linie versucht hat, zur damaligen Zeit, also das fing schon 1935, 36 an, nach Möglichkeit Juristen in leitende Positionen zu setzen. Werner Best wird diesen Männern ein Leben lang verbunden bleiben. Zum Beispiel Otto Bovensiepen, verantwortlich für die Deportation von 50.000 Berliner Juden. Zum Beispiel Bernhard Barz, verantwortlich für die Hinrichtung hunderter polnischer Fremdarbeiter. Werner Best selbst plant und organisiert die Mordaktionen der Einsatzgruppen in Polen. Des 8.000-fachen Mordes wird ihn der Staatsanwalt später beschuldigen. Wobei ich also feststellen muss, ihm ist nicht zur Last gelegt worden, an irgendwelchen Exekutionen persönlich mitgewirkt oder solche angeordnet zu haben. Aber ein Mann in seiner Stellung, der den höchsten Rang eines SS-Führers erhalten hat, den es überhaupt gab, der war zum Schluss SS-Obergruppenführer. Da war es einfach unvorstellbar, dass ein solcher Mann Stapo-Stellen oder Einsatzgruppen aufbauen konnte, wenn er nicht genau wusste, welchen Zweck sie hatten, welche Aufgaben sie hatten, was sie machen sollten. »1940. Die Wehrmacht marschiert in Paris ein.« Werner Best steigt zum Verwaltungschef der deutschen Besatzungsmacht auf. Die deutschen Diplomaten stehen ihm zur Seite.
Besonders interessiert an der Zusammenarbeit ist Botschaftsrat Ernst Achenbach. Er leitet die politische Abteilung. Achenbach ist Frankreich-Kenner. Der promovierte Jurist soll beraten und vermitteln. Ein Gegenstand der Beratungen ist die Lösung der Judenfrage in Frankreich. In der Botschaft vereinbaren Best und Achenbach die sofortige Einführung des Judensterns im besetzten Gebiet. 1941 präsentiert Best seine Kartei. In ihr sind sämtliche jüdischen Haushalte im besetzten Frankreich erfasst. Systematisch, lückenlos, perfekt. Die Deportation der französischen Juden ist präzise vorbereitet. Für die Ausführung ist dieser Mann zuständig, Kurt Lischka, ebenfalls Jurist und Kommandeur der Sicherheitspolizei. Betrifft Judenmaßnahmen im besetzten Gebiet. Botschaft und Sicherheitsdienst arbeiten zusammen in allen Fragen der Deportation. Der Diplomat Achenbach ist voll im Bilde. Er fühlt sich wohl in Paris. Aber 1943 wird er nach Berlin versetzt. Wegen seiner übergroßen Franzosenfreundlichkeit, wird er später behaupten. Tatsächlich stolpert er nur über eine Intrige im Auswärtigen Amt. Auch Werner Best verlässt Paris. Sein neuer Einsatzort heißt Kopenhagen. Hier in der dänischen Hauptstadt steigt er auf der Karriereleiter weiter nach oben. Seit 1942 ist er Hitlers Reichsbevollmächtigter in Dänemark, darf als selbstständiger Chef über ein besetztes Land herrschen. Sein Auftrag? Das Land ruhig halten. Die Lebensmitteltransporte ins Reich sollen nicht gefährdet werden. Davon profitiert ein deutscher Industrieller, Hugo Stinnes Junior. Ihm verschafft Best die größten Transportaufträge für dänische Güter ins Reich. Als Best im Mai 1945 von dänischen Polizisten verhaftet wird, ahnt niemand, dass er bald wieder eine wichtige Rolle in der Bundesrepublik spielen wird. Deutschland 1945. Die Bürokraten der Vernichtung tauchen unter. Viele Spuren verlieren sich zwischen den Trümmern. Deutschlands Gerichtssäle sind kurzzeitig verwaist. Die Besatzungsmächte haben Richter und Staatsanwälte ihrer Ämter enthoben. Doch bald schon sind sie wieder da. Entnazifiziert können fast alle auf ihre Posten zurück. Vor kurzem noch Diener des NS-Staates, stehen sie jetzt im Dienst der Demokratie. Um die Gleichheit aller vor dem Gesetze zu wahren. So help me God. So wahr mir Gott helfe. Sie werden gebraucht. In den Trümmern herrscht das Chaos. Es wird gestohlen und geschmuggelt. Schieber und Diebe stören die Nachkriegsordnung empfindlicher als ehemalige Sonderrichter. Zwar achten die Westalliierten anfangs noch darauf, dass nur jeder Zweite in der NSDAP war, aber bei Gründung der Bundesrepublik sind es schon 80%. Solche Richter verspüren wenig Neigung, NS-Verbrechen zu verfolgen. Es war der feste Wille vorhanden, das lässt sich an allen Akten auch belegen, dass keinem Richter aus der NS-Zeit ein Haar gekrümmt würde. Es waren eben die Kollegen, die man schützen wollte. Und man wollte eben den Berufsstand auf diese Weise reinhalten. Auch wenn es nötig gewesen wäre, gerade eben hier eine kräftige Wäsche vorzunehmen. Ein einziges Mal werden Mörder in Robe rechtskräftig verurteilt. Stellvertretend für die gesamte deutsche Justiz müssen sich 16 Spitzenbeamte in Nürnberg verantworten, vor einem amerikanischen Gericht. 4 Jahre später sind fast alle wieder in Freiheit.
Auch die deutsche Industrie sitzt auf der Anklagebank. An Juristen zu ihrer Verteidigung fehlt es nicht. Im Prozess gegen die Auschwitz-Ingenieure der IG Farben profiliert sich ein Rechtsanwalt aus Essen, Ernst Achenbach. Noch kurz vor Kriegsschluss zur Wehrmacht eingezogen, war er 1945 ein unauffälliger Heimkehrer in Feldgrau und hatte sich rasch eine Anwaltskanzlei in Essen aufgebaut. Die NSDAP-Mitgliedschaft ist Vergangenheit. Jetzt schätzt man ihn in der FDP. Vor allem wegen seiner guten Kontakte zur Ruhrindustrie. Das muss man objektiverweise vielleicht sagen, dass eine ganze Reihe von maßgeblichen führenden Leuten aus der Industrie diese Schwierigkeiten mit der Identifizierung hatten und dass die dann eben gewissermaßen auf das Rechtsanwaltsbüro Achenbach zugingen, sodass auch die Klientel, die er hatte, sicher auch eine Veranlassung war, sich da stärker zu engagieren. Achenbach wird zum Modeanwalt für die Spitzen der Ruhrindustrie. Er paukt sie reihenweise durch die Entnazifizierungsausschüsse. Der Mülheimer Unternehmer Hugo Stinnes Junior besucht 1949 Achenbachs Kanzlei. Aber er bittet nicht für sich. Diesmal geht es um einen gemeinsamen Freund, Dr. Werner Best. Er ist Häftling in der Kopenhagener Festung. Als ihn Hugo Stinnes hier besucht und Hilfe aus Deutschland verspricht, ist Best voller Hoffnung. Als Hauptkriegsverbrecher war er in Dänemark zum Tode verurteilt, später zu 12 Jahren Haft begnadigt worden. Stinnes und Achenbach nutzen ihre Verbindungen in der FDP bis hoch ins Justizministerium. 1950 ist Best ein freier Mann. Begnadigt auf Betreiben der Bundesregierung, wie die meisten Kriegsverbrecher. Ihre Freilassung ist der Lohn, den Adenauer bei den Alliierten einfordert für Westdeutschlands Beitrag zum Bündnis. Wohin soll Best gehen? Seine Frau schlägt Südamerika vor. Aber Best glaubt fest an eine zweite Karriere im Nachkriegsdeutschland. Auf Starthilfe kann er im Ruhrgebiet hoffen. Es hat sich herumgesprochen, dass die Industrie den ehemaligen Spitzen von SS und SD neue Betätigungsfelder bietet. Verwaltungsjuristen werden gebraucht für den Wiederaufbau. Best bittet Achenbach um Vermittlung, aber der hat Größeres mit ihm vor. Für den Anfang macht er Best zum Leiter seiner Kanzlei. Die Beschäftigung des Dr. Best in seinem Büro ist für mich ein Beweis dafür, dass ihm das letzte politische Gespür gefehlt hatte. Wie weit kann man nach vorne gehen? Was lässt sich politisch machen? Die Vorstellung von Achenbach, man könnte mit dem Besten irgendwie Politik machen, das war ganz abwegig. Aber 1951 wittern beide eine Chance. Im Saalbau Essen versammeln sie Gleichgesinnte und fordern die Generalamnestie für alle NS-Täter. Best tritt als Wortführer auf. Und 200.000 Deutsche unterschreiben, als er Tabula Rasa fordert, reinen Tisch mit der Vergangenheit und freie Bahn für die Erfüllung positiver Aufgaben. Doch diese unverschämte Forderung ist politisch nicht durchsetzbar. Best wird nicht zum Erlöser seiner alten Kameraden. Ohne Generalamnestie aber bleiben viele neue Jobs in den Chefetagen der Ruhrindustrie gefährdet. Und tatsächlich erhält die Angst vor Strafverfolgung bald neue Nahrung. Der Vertreter einer Mülheimer Firma muss vor Gericht. Ein guter Bekannter von Best. Gemeinsam haben sie die Vernichtung der polnischen Intelligenz geplant. Nun muss er sich in Augsburg verantworten. Es geht um die standrechtliche Tötung von Widerstandskämpfern im April 1945. Walter Huppenkoten war damals Staatsanwalt in SS-Uniform.
Huppenkoten und sein damaliger Richterkollege Otto Thorbeck werden wegen Beihilfe zum Mord verurteilt. Als unmenschlich stuft der Richter ihre Taten ein und verhängt hohe Strafen. Die Angeklagten werden hierwegen verurteilt. Huppenkoten Walter zur Gesamtstrafe von 7 Jahren Zuchthaus. Dr. Thorbeck Otto zur Strafe von 4 Jahren Zuchthaus. Wenn dieses Urteil rechtskräftig würde, könnte noch manche bundesdeutsche Juristenkarriere hinter Gittern enden. Best und Achenbach blicken daher besorgt nach Karlsruhe, wo der Bundesgerichtshof 1956 den Fall in letzter Instanz entscheidet. Der vorsitzende Richter Ernst Mantel enttäuscht seine Standeskollegen nicht. Er selbst blickt auf eine NS-Karriere als Generalrichter der deutschen Wehrmacht zurück. Er allein hatte im April 1945 zu entscheiden, ob ein Todesurteil vollstreckt wird oder nicht. Unter seinem Vorsitz revidiert der Bundesgerichtshof das Urteil. Zwar muss Staatsanwalt Huppenkoten tatsächlich hinter Gitter, aber nur wegen eines Formfehlers. Unter dem Todesurteil gegen die Widerstandsgruppe fehlte die Unterschrift seines Vorgesetzten. Richterkollege Thorbeck wird freigesprochen. Mit dem Urteil liefert der Bundesgerichtshof gleich eine Generalentschuldung für Hitlers Juristen. In einem Kampf um Sein oder Nichtsein sind bei allen Völkern von jeher strenge Gesetze zum Staatsschutze erlassen worden. Auch dem nationalsozialistischen Staate kann man nicht ohne weiteres das Recht absprechen, dass er solche Gesetze erlassen hat. So erklärt der Bundesgerichtshof Hitlers Terrorregime zu einem normalen Staat unter Staaten. Das Huppenkoten-Urteil ist überhaupt nicht veröffentlicht worden, sodass die deutsche Öffentlichkeit überhaupt nichts davon mitbekommen hat, welche Ungeheuerlichkeit da geschehen war und welche Morde auf diese Weise juristisch abgesegnet worden waren nach 1945. Das hat niemand mitbekommen. Im Kalten Krieg greifen Richter und Staatsanwälte mit Vergangenheit auf ihre alten Feindbilder zurück. Justiz im Dienst des Antikommunismus. Es gibt über 150.000 politische Ermittlungsverfahren. Erst Ende der 50er Jahre stellt eine neue Generation die Selbstgerechtigkeit dieser Juristen in Frage. Jeder war gegen NS-Verbrechen nominell, aber niemand kannte Verbrecher. Und deshalb war zu der Zeit es nötig, ein Tabu zu durchbrechen, um überhaupt eine Diskussion über dieses Thema in Gang zu bringen. 1959 beginnt Reinhard Strecker, Wanderausstellungen zu organisieren. Er zeigt Gerichtsakten aus der Nazizeit. Es gibt viele, die so etwas nicht lesen wollen. Meine Frau war in Italien gewesen, zurückgekommen und fand also das, was sie nicht hätte vorfinden dürfen, waschkörbeweise Drohbriefe vor. Und hat einige aufgemacht und dann also angefangen, Akten zu verbrennen, weil sie die Nerven verlor. Meine Kinder wurden bedroht und sie haben dann eine Zeit lang im Ausland gelebt. Und jedes Geldverdienst und die Möglichkeit, damit auch eine eigene Universitätskarriere aufzubauen, wurde kaputt gemacht. Strecker stellt 153 Anzeigen gegen NS-Staatsanwälte und Richter. Ohne Erfolg. Immerhin, die Politik reagiert, mit Samthandschuhen. 1961 beschließt der Bundestag, dass belastete Juristen in den Ruhestand gehen dürfen. Freiwillig und bei vollen Bezügen. Der hessische Generalstaatsanwalt Bauer, selbst von den Nazis verfolgt, zieht Monate später Bilanz. Gibt es Richter, die davon Gebrauch gemacht haben und zurückgetreten sind in Ihrem Amtsbereich? Ich kenne also wirklich nur die Verhältnisse in Hessen. Bei uns hat also bis jetzt keiner von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht.
Bis zum Ablauf der Frist quittieren bundesweit nur 149 belastete Juristen den Dienst. Alle übrigen, mehr als 1000, bleiben. Auch die Zentrale Stelle zur Aufklärung von NS-Verbrechen in Ludwigsburg ist für belastete Juristen keine Gefahr. Hier werden zwar seit 1959 die großen Prozesse gegen KZ-Personal und Einsatzgruppenmörder vorbereitet, aber die Verfolgung von Justizverbrechen gilt in Ludwigsburg als aussichtslos. Ermittlungen gegen Richter wegen Rechtsbeugung werden gar nicht erst begonnen, wegen mangelnder Erfolgsaussichten. Da stand die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs eigentlich im Wege. Denn der Bundesgerichtshof hatte damals gesagt, Rechtsbeugung liegt nur dann vor, wenn diese Leute gegen ihre Überzeugung diese Urteile gefällt haben. Und nun hat es also genügt, vorzubringen, um es mal jetzt etwas grob zu sagen, ist sicher so grob nicht gewesen, aber um es etwas grob zu sagen, hat es also genügt, wenn jemand gesagt hatte, ich war Nazi, ich war fanatischer Nazi, ich bin davon ausgegangen, das sei rechtens, was ich damals getan habe. Dann konnte man ihn nicht verurteilen. Für andere Täter wird Ludwigsburg aber immer mehr zur Bedrohung. Werner Best ist beunruhigt. Er ist inzwischen umgezogen nach Mülheim an der Ruhr. Dort hat er ein bescheidenes Häuschen erworben und einen neuen Job bekommen. Als Justiziar für Hugo Stinnes Junior. Doch für die Firma hat Best wenig Zeit. Mit Wissen seines Chefs betreibt er eine Nebenkanzlei. Dort hinein steckt er all seine Energie. Er will die Ludwigsburger Ermittlungen abwehren. Um uns herum geschehen nur unerfreuliche Dinge, schreibt er einem Freund. Unerfreulich ist für Best, dass Generalstaatsanwalt Bauer das Lagerpersonal von Auschwitz anklagt. Unerfreulich sind Pressemeldungen, dass nun auch gegen Schreibtischtäter ermittelt wird. Werner Best sammelt jeden Zeitungsausschnitt. Zum Beispiel über die Verhaftung seines Freundes Bovensiepen, den Berliner Gestapo-Chef. Best wird aktiv. Auf welche Weise, das entdeckt der Staatsanwalt erst Jahre später. Ich habe dann im Keller seines Wohnhauses unter einer großen Weinkiste eine weitere Kiste gefunden, die mit Schriftmaterial angefüllt war. Genau genommen muss ich sagen, dass das sogar mein Kriminalbeamter, der mir zur Unterstützung zugeteilt hatte, gefunden hat. Und da haben wir festgestellt, dass da Berge von Briefen und Schriftwechsel waren mit Personen, die in anderen Verfahren Beschuldigte waren oder als Zeugen in Betracht kamen. Lieber Kamerad, vor 10 Tagen wurde Bovensiepen geholt wegen der Judendeportationen. In dieser Sache scheint es mir wichtig zu sein, dass möglichst viele ehemalige Stapo-Leiter bestätigen können, dass ihnen nichts von der Endlösung bekannt war. Können Sie dies gegebenenfalls auch bestätigen? Gleichlautende Briefe schreibt Best an zahlreiche alte Kameraden. Er hat also in allen Fällen, die ich dort feststellen konnte, immer versucht, nach besten Kräften zu helfen und auch geschickt irgendwie mehrere Zeugen miteinander zu verbinden, zu dirigieren, um zu einem bestimmten Ergebnis zu kommen. Die Antworten lassen nicht lange auf sich warten. Natürlich hat niemand etwas von der Endlösung gewusst. Bests Aktivitäten erschweren die Ermittlungen, können sie aber nicht verhindern. Am Berliner Kammergericht bereiten 11 Staatsanwälte den Prozess gegen hunderte Angehörige des Reichssicherheitshauptamtes vor. Sie kommen den alten Kameraden gefährlich nahe. Musik
Bernhard Barz, der ehemalige Leiter des Polenreferates, jetzt Direktor bei Mannesmann, wird der Beihilfe zum Mord beschuldigt. Mord an Hunderten polnischer Zwangsarbeiter. Doch im Dezember 1968 ist Barz wieder ein freier Mann. Die wunderbare Rettung kommt von höchster Stelle, aus dem Bundesministerium der Justiz. Der Beihilfeparagraf ist überraschend geändert worden. Beihilfe ist nun nach 15 Jahren verjährt. Der angesehene Strafrechtler Eduard Dreher verpackt die Änderungen des Paragraphen in ein paar harmlose Vorschriften für die Ahndung von Verkehrsdelikten. Er will nicht bemerkt haben, dass dies auch die Amnestie für NS-Schreibtischtäter bewirkte. Renommierte Historiker bezweifeln bis heute seine Version. Der Prozess gegen die Mordplaner im Reichssicherheitshauptamt ist damit geplatzt. Übrig bleibt ein Aktenberg. Ich glaube, dass die das hingedreht haben, dass die da bewusst das gemacht haben und so während der Beratungen der Änderungen im Bundestag und Bundesrat das kaschiert haben, was eigentlich die Tragweite dieser Änderung war. Dr. Eduard Dreher koordiniert seit Anfang der 50er Jahre die Strafrechtsreform. Sein Kommentar zum Strafgesetzbuch bestimmt die Rechtsauslegung in der Bundesrepublik bis heute. ...1934 hatte Dreher als junger Assessor am Dresdner Landgericht gearbeitet. Dann war er in die NSDAP eingetreten und Staatsanwalt am Sondergericht in Innsbruck geworden. Hitlers Sondergesetze legte der Parteigenosse großzügig aus, stets im Sinne der Anklage. Er, der von sich behauptete, er sei kein Nationalsozialist gewesen, wird nun zum Retter vieler NS-Täter. Meist wird gesagt, es war eine Panne. Unglücklich gelaufen, Zufall. Gut, mit Sicherheit nachweisen lässt sich nichts. Aber die Umstände, unter denen diese Gesetzesänderung zustande kam, sind so abenteuerlich, dass hier getrickst worden ist. Diese Absicht liegt auf der Hand. Dennoch wird Werner Best 1969 verhaftet. Ihm kann der geänderte Paragraph nicht helfen. Der Staatsanwalt beschuldigt ihn nicht der Beihilfe, sondern des Mordes an 8000 Menschen. Best war Organisator der Einsatzgruppen in Polen. Von deren Gräueltaten will er nichts gewusst haben. Wenn Sie selbst die Zeugen gehört haben, die den Hergang von Exekutionen geschildert haben, dass da wirklich Angehörige von Einsatzgruppen kleine Babys an den Füßen gepackt und mit den Köpfen an Bäumen zerschlagen haben, dass das Gehirn rausgespritzt ist. Ich muss Ihnen sagen, ich konnte tagelang nicht schlafen nach diesen Vernehmungen. Und dann sollen mir andere sagen oder wollen andere sagen, die obersten Vorgesetzten, die haben davon nichts gewusst. Damals ist nichts passiert, was nicht auch die Leiter und die Führer wussten. Das ist jedenfalls meine Überzeugung. Auf seinen bewährten Verteidiger Ernst Achenbach muss Werner Best diesmal verzichten. Der hat inzwischen gelernt, dass gewisse Kontakte schädlich sind und eine erstaunliche Karriere gemacht. Als außenpolitischer Experte der FDP. Der Bundestag wolle beschließen, dass ideologische Unterschiede kein Hindernis für die friedliche Zusammenarbeit von Staaten verschiedener Gesellschaftsstruktur sein dürfen. 10 Jahre später ist Achenbach auf dem Weg zu den Moskauer Verhandlungen. Er ist der Mann hinter Außenminister Scheel. 1971 will er EG-Kommissar in Brüssel werden. Aber da holt ihn seine Vergangenheit ein. In Frankreich entdecken Serge und Beate Glasfeld Papiere, die Achenbach schwer belasten.
Wir wussten, dass er verwickelt war in der Deportation von ausländischen Juden. Und er war hier in der politischen Abteilung gewesen in Frankreich, in der deutschen Botschaft. Und ich habe deswegen mich in Bewegung wieder gesetzt und mit den Dokumenten von Ernst Achenbach bin ich nach Brüssel gereist und habe hier seine Dokumentation überreicht. Und ich glaube, in ganz kurzer Zeit war Deutschland verpflichtet, die Bundesrepublik damals, seine Ernennung als Europakommissar zurückzuziehen. Die Öffentlichkeit erfährt eine Geschichte aus Achenbachs Zeit an der deutschen Botschaft in Paris. 1943. Mitglieder der Résistance erschießen zwei Besatzungssoldaten. Gewöhnlich reagieren die Deutschen darauf mit Massenerschießungen von Geiseln. Doch diesmal raten die Diplomaten ab. Sie fürchten den wachsenden Widerstand. Man einigt sich mit dem Sicherheitsdienst auf einen Kompromiss. Achenbach telegrafiert nach Berlin: Als einstweilige Sühnemaßnahme ist geplant, 2000 Juden zu verhaften und nach dem Osten zu verbringen. Jahrzehnte später muss der Verfasser Stellung nehmen. Aber ich hatte mit der Sache überhaupt nichts zu tun, sondern der Verbindungsoffizier des Militärbefehlshabers besucht mich in der Botschaft und ich informiere meine Behörde. Damit hat sich das. Achenbach bestreitet, das weitere Schicksal der 2000 Juden gekannt zu haben. Sie werden im März 1943 nach Auschwitz deportiert und vergast. Für den Transport sorgt ein Bekannter Achenbachs, der Kommandeur des Sicherheitsdienstes, Kurt Lischka. 1971 flieht der Jurist Kurt Lischka vor einer Kamera des israelischen Fernsehens. Er ist noch immer ein freier Mann. Zwar wurde er 1950 in Frankreich zu lebenslanger Zwangsarbeit verurteilt, aber in Abwesenheit. Die Bundesrepublik liefert ihn nicht aus, darf ihn aber auch nicht selbst anklagen. Dieses Dilemma soll nun ein deutsch-französisches Zusatzabkommen beenden. Es müsste nur noch ratifiziert werden. Doch davor ist Ernst Achenbach, inzwischen Vorsitzender des Außenpolitischen Ausschusses des Bundestages. Er lässt das fertige Abkommen in der Zwischenablage schmoren. Kurt Lischka bleibt ein freier Mann. Das scheint in Deutschland niemanden zu stören. Doch Beate und Serge Klarsfeld wollen sich damit nicht abfinden. Sie beschließen, Lischka nach Frankreich zu entführen. Ich hatte das vorbereitet, indem ich den Tagesablauf von Lischka überwachte. Ich wusste, wann er morgens zur Arbeit ging, mittags nach Hause kam zum Essen und dann wieder zurück ins Büro ging. Und wir hatten dann ein Auto gemietet in Köln, das natürlich nicht dem entsprach, was wir vorgesehen hatten. Kein viertüriger, ein zweitüriger Sportwagen, um so einen Riesenmann da reinzuschieben. Natürlich war der erste Anlauf scheiterte. Am nächsten Tag habe ich mich dann gestellt und habe jedenfalls in Köln angerufen und gesagt, ich bringe die Akten von Lischka. So, das ist der Mann, den wir entführen wollten. Und natürlich, da mussten sie reagieren. Sie haben natürlich reagiert, indem sie mich festgenommen hatten, anstatt Lischka. Aber es war immerhin der Anlauf, um die ganze Sache ins Rollen zu bringen. 3 Jahre später wird Beate Klarsfeld in Köln der Prozess gemacht. Demonstranten fordern die Ratifizierung des deutsch-französischen Abkommens, ergreifen für Beate Klarsfeld Partei. Kurt Lischka kommt als Zeuge der Entführung vor Gericht. Wieder geht er als freier Mann. Beate Klarsfeld wird verurteilt. 2 Monate Gefängnis, ohne Bewährung. Aber sie hat erreicht, was sie will. Den internationalen Skandal um Achenbach. Das Abkommen wird ratifiziert. Achenbach muss sein Amt niederlegen. Und in Köln wird endlich gegen Kurt Lischka ermittelt. Achenbach bleibt nur noch die öffentliche Herabwürdigung der Opfer. Als alter Anwalt und früherer Verteidiger in Nürnberg und in vielen politischen Prozessen weiß ich, dass nach Ablauf einer gewissen Zeit, ich meine schon nach 20 Jahren, aber jetzt nach 30 Jahren, sind Prozesse praktisch nicht mehr zu führen, mit der Aussicht auf ein gerechtes Urteil. Im Schnitt gilt die Faustregel, die Hälfte der Zeugen sind tot, das dritte Viertel erinnert sich an gar nichts und das vierte Viertel erinnert sich zwar, aber es ist sehr offen, ob die Erinnerungen richtig sind.
Daher übersteigt es eigentlich die menschlichen Fähigkeiten. Die Justiz wird überfordert nach 30 Jahren. Achenbach hat mit dafür gesorgt, dass es 30 Jahre dauerte, bis Männer wie Kurt Lischka vor Gericht stehen. Lischka wird in Köln schuldig gesprochen. 10 Jahre Haft für den Tod von 33.000 Juden. Achenbach ist politisch erledigt. Er zieht sich zurück ins Privatleben. Werner Best hört vom Lischka-Urteil in seinem Mülheimer Wohnhaus. Nach knapp 3 Jahren Untersuchungshaft ist er wieder frei. Die Anklageschrift des Staatsanwaltes Filipjak ist nur noch Lesestoff für Historiker. Es fing damit an, dass er schon kurz nach der Inhaftierung über Beschwerden klagte. Jetzt kann man es ja sagen, hatte ein Leiden an der Prostata, vergrößerte Prostata, die ohne weiteres operabel war und es hätte ohne weiteres hier gemacht werden können, aber das hat er nicht machen lassen. Und gegen seinen Willen konnte und durfte man ihn nicht operieren. Und der hat praktisch dann auf seine Haftunfähigkeit hingearbeitet. Und dann wurden mehrere Sachverständigengutachten eingeholt und dann hieß es, naja, aber er kann einen so langen Prozess mit mehreren hundert Zeugen über längere Zeit nicht durchstehen. Werner Best lebt noch 20 Jahre und tritt mehrfach in NS-Prozessen auf, als Entlastungszeuge. In der Ludwigsburger Ermittlungsstelle stapeln sich die Belege für das Scheitern der bundesdeutschen Nachkriegsjustiz. Zeugenaussagen, Vernehmungsprotokolle, Einstellungsbeschlüsse. Von den Verfahren, die wir abgegeben haben, da sind nur die wenigsten zu Prozessen gediehen. Und von den insgesamt, ich glaube, 107.000 Beschuldigten und Verdächtigen sind mal gerade 6.500 verurteilt worden. Es sind so viele Opfer gewesen, es sind so viele Morde gewesen, es sind so wenige Mörder, die denn verurteilt worden sind.